Meine Damen und Herren, willkommen bei den Matrixern. Heute wieder mit Jonathan und der Niki. Ja, wir haben schon viele, viele Videos gemacht. Fast 200 Stück oder vielleicht sogar mehr. Mehr. Und unser Hauptthema ist ja raus aus der Matrix. Und darüber haben wir auch tatsächlich ganz am Anfang mal ein Video gemacht oder einige über die Lichtfalle und wie man die Matrix verlässt. Aber was ja entscheidend ist, ist natürlich der Reinkarnationszyklus in Bezug auf das Thema die Matrix. Und darüber haben wir eigentlich noch nie so wirklich richtig viel gesprochen, außer in unseren Online-Seminaren. Aber ich finde, wir sollten das auch mal nachholen. Und deswegen sprechen wir heute über den Reinkarnationszyklus, welche Arten von Reinkarnationen gibt es und natürlich auch ein paar unserer persönlichen Reinkarnationserinnerungen. Was meinst du? Guter Plan. So machen wir es heute. Ja, Thema heute Reinkarnation. Und Erinnerung, genau. Was ist Reinkarnation? Was soll das alles? Und natürlich ein paar Erinnerungen von uns auch. Also wir erinnern uns eben durch unsere Techniken an ja recht viele Leben, würde ich sagen. Und ja, über all das sprechen wir heute, oder? Genau. Reinkarnation ist halt ein Fremdwort. Man sagt auch Palingenese. Okay. Kann man sagen, muss man nicht. Halt er und seine Fremdworte, kennt das ja. Und heißt so im Deutschen so viel wie Wiederverkörperung oder wieder zu Fleisch werden. Ja? Reinkarnation, Karna, Karne ist ja da drin. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, das gefällt mir nicht so. Warum nicht? Wir bleiben bei Reinkarnation, ohne Analyse. Ja, oder auch Wiedergeburt, sagt man auch. Okay. Ja? Und das ist natürlich ein spannendes Thema, denn viele Menschen haben schon von Reinkarnation gehört und denken sich so, wenn das alles stimmen würde, warum erinnere ich mich nicht dann daran? Ja? Warum erinnere ich mich nicht daran, dass ich im letzten Leben vielleicht ein Hufschmied im Mittelalter war? Ja. Und das Interessante daran ist ja, wenn man andere Leute fragt, du erinnerst du dich an ein anderes Leben, dann sagen die oft, ja, ich war Kleopatra oder ich war der König von Frankreich oder ich war Isis aus Ägypten. Nein, das war doch ich. Und wenn einer so antwortet, könnt ihr mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99999% davon ausgehen, dass es Quatsch ist. Denn wenn man jemanden fragt, sag mal, erinnerst du dich an ein anderes Leben? Und die Person sagt dann, ja, ich war mal so ein Bauer auf dem Feld und habe den ganzen Tag malocht, wie verrückt. Ne? Wer sagt das denn? Dann klingt das schon authentischer. Ne? Denn wir haben ja auch schon mit vielen Leuten geredet und manche haben dann immer behauptet, sie wären was ganz Dolles in der Vergangenheit gewesen und gegenwärtig sind sie dann Hausfrau mit, keine Ahnung, 3 Kindern oder so. Ja. Ja. Und da muss dann auch ein wenig kompensiert werden. Viele von euch haben natürlich nicht nur dieses eine Leben gelebt bisher, sondern wirklich sehr, sehr viele. Es ist ein Zyklus, indem du immer wieder in ein Leben eintauchst, es durchspielst, teilweise sogar mehrere Male. Wir haben auch schon so über 50, 60 Leben hinter uns, haben wir, glaube ich, mal irgendwo in einem Video erwähnt, wie viele wir hatten. Also sind knapp 5000 Jahre hier schon auf diesem Planeten Erde und haben uns immer wieder reinkarniert in diesen Zyklus. Und das machen sehr, sehr, sehr viele von euch, teilweise bis zu tausende Leben. Kommt auch sehr häufig vor und ja, es macht einfach Spaß, in der Matrix zu spielen und diesen Zyklus immer und immer und immer wieder zu spielen. Und vor allen Dingen, wenn du das ein oder andere Leben sehr gerne mochtest, kann es sein, dass du entweder das gleiche Leben noch einmal leben möchtest oder ein sehr ähnliches in einer anderen Zeit an einem anderen Ort. Jedenfalls, die Spiele machen uns hier oft sehr viel Spaß, würde ich sagen, und deswegen spielen wir auch oft das Gleiche. Ja, was ist denn der Reinkarnationszyklus? Der Reinkarnationszyklus ist also
Wie es im Buddhistischen heißt, das ewige Rad der Wiedergeburt. Und auch die Buddhisten wissen schon oder wussten schon immer, dass der Mensch sich immer wieder neu inkarniert, weil die Matrix die Leute irgendwie süchtig macht. Ja, vielleicht habt ihr ein tolles Spiel auf eurem Handy oder auf eurem Computer, was ihr schon 100 Mal durchgespielt habt. Da könnt ihr euch vorstellen, wie das so in etwa ablaufen kann. Ne? Dann hat man ein tolles Leben gelebt und stirbt und kommt dann ins Jenseits und denkt euch, oh, war das toll. Das will ich doch nochmal irgendwie spielen. Diesmal bin ich keine Frau, sondern ein Mann. Oder diesmal will ich es besser machen. Ja, oder das letzte Mal war ich ein Bösewicht und habe Hexen gejagt und dieses Mal werde ich ein Mich jagen Guter lassen oder mich sein. jagen lassen und die Hexe spielen. Ja, oder mal die Hexe spielen, mal gucken, wie die Perspektive ist. Ja. Also, das ist der Reinkarnationszyklus. Ja, und bei dem Reinkarnationszyklus verhält es sich so, dass man also meistens von der Astralebene aus sein Leben plant. Und da plant man halt alles. Ne? In welchem Land will ich wohnen? In welcher Stadt will ich wohnen? Wer sind meine Eltern? Ne? Dann zeigt man dir, keine Ahnung, 10, 20 Elternpaare. Du kannst dann diese Eltern so ein bisschen beobachten, was die so im Leben tun und machen, was die toll finden und was nicht so toll finden. Und dann kannst du eben aus diesen Eltern dir aussuchen, was am besten zu dir passt. Ja. Und beim Reinkarnationszyklus jedoch verhält es sich so, dass du dann auf der Ebene, auf der Jenseitsebene oder man sagt auch auf der Astralebene, einen Vertrag unterschreibst. Und dieser Vertrag sagt, ja, du musst dich so lange immer wieder neu inkarnieren, bis eben deine Mission oder dein Ziel erreicht worden ist. Und dann erst hast du den Zyklus abgeschlossen und brauchst nicht wieder zurück in die Matrix gehen. Aber da auch da gibt es einen Trick, dass sie dich immer wieder reinlocken, selbst wenn du ihn bereits beendet hast. Ja, ist die Matrix so verlockend, dass du dir denkst, na komm, einer geht noch. Ja, natürlich. Ist schon immer wieder verführerisch. Ne? Stell dir mal vor, du stirbst und gehst dann rüber zum Jenseits und denkst dir, nee, jetzt gehe ich mal aus dem ganzen Reinkarnationskreislauf, dem dauernden Gedrehe von Sterben und Wiedergeboren werden, weiterhin aus dem Weg. Und dann steht dann im Licht irgendwie dein Partner und sagt, hallo Schatz, komm rüber. Ne? Ich bin auch schon hier und du denkst dann, oh nee, ne? Ja gut, dann gehe ich da noch mal hin. Ne? Und zack, bist du wieder in dem Kreislauf drin. Bist du sicher? Ich glaube, da denkt er, oh Schatz, ja, du hast recht, komm. Ja klar, meine ich ja. Ja, hallo? Mit wem spreche ich? Ja, hallo, hier ist das Reinkarnationsplanungszentrum. Ach, hallo? Was kann ich für Sie tun? Ja, Niki, wir haben hier ein hervorragendes Leben für dich. In einer wundervollen Familie, reich, mit eigenem Anwesen. Du hast ein ganz smoothes und elegantes Leben. Und du bist sehr reich, Managerin, mit ungefähr 1 Million Verdienst im Jahr. Wie wäre das? Der Eintritt wäre bald möglich. Ach, das war noch nicht mein letztes Leben. Okay, ja. Okay, ja, klingt eigentlich nicht so weit. Kann ich ganz kurz drüber nachdenken? Ja, natürlich. Uff. Nein, danke. Eigentlich hätte ich viel lieber eine Herausforderung. Was habe ich denn für Eltern? Ja, die Eltern sind sehr liebevoll, lieben ihr Kind. Du bist Einzelkind, hast keine Konkurrenz an Kindern bzw. Geschwistern. Und du bist auch die Erstgeborene und hast dadurch auch viele Möglichkeiten. Wow, klingt wirklich schön.
Aber könnte ich nicht eigentlich lieber so eine Mutter haben, die mich ständig anmeckert und einen Alkoholikervater? Das wäre doch irgendwie spannender. Ist das möglich? Ja, das wäre möglich, ja. Cool. Und ja, ich weiß, eine Million im Jahr klingt echt abgefahren und so. Und Managerin, aber könnten wir da auch was drehen? Ja, was hättest du denn da gern? Eigentlich möchte ich gerne so am Limit leben. Kein Geld, also immer pleite, schlechte Jobs. Wäre das irgendwie machbar? Kann man da irgendwie das so hindrehen? Ja, das wäre möglich. Das wäre natürlich eine spezielle Herausforderung. Und dieses schnieke, schnöde, öde Leben, ich weiß nicht, mit diesem Schickimicki-Haus, irgendwie, keine Ahnung, Großstadt, kleine, billige Wohnung, wäre das nicht ein bisschen spannender und herausfordernder irgendwie möglich? Ja, das wäre natürlich auch möglich. Ja, das klingt doch alles schon viel cooler. Ich glaube, das sollten wir machen, oder? Ja, wenn du diese Herausforderung gern annehmen möchtest. Challenge accepted. Ja, da hätten wir doch in 5 Minuten gleich ein Leben in Botswana. Was? What? Ja, jetzt sprechen wir mal über die Arten der Reinkarnation. Ja. Die klassische Variante. Ja, da gibt es halt die klassische Reinkarnation, dann natürlich die Reinkarnation in der Matrix, simultane Inkarnationen, kollektive Inkarnationen, ja, redundante Inkarnationen gibt es natürlich auch. Ja, und dann gibt es natürlich noch holistische Reinkarnationen. Ja, die klassische Reinkarnation kennt ihr ja aus dem Buddhismus. Das ist aber die Lektion für Anfänger, würde ich sagen. Damit man überhaupt erstmal so ein Bild bekommt, was Reinkarnation eben bedeutet. Das bedeutet, du stirbst irgendwann in deinem jetzigen Leben und wirst im nächsten Leben als Baby wiedergeboren. Ja, das ist sehr klassisch. Das ist so die klassische Reinkarnationstheorie, die hauptsächlich aus dem buddhistischen Bereich kommt. Und der Buddhismus ist ja weltweit verbreitet, sogar durchaus weiter verbreitet als so die eine oder andere bekannte Religion aus der westlichen Zivilisation. Als Beispiel Japan, die haben keine Religion als Schulfach, sondern Buddhismus. Und da gibt es viele andere Länder, die haben gar keine Religion als Schulfach für die Kinder, sondern Buddhismus. Die lehren eben Buddhismus. Und darum ist der Glaube an Reinkarnation ziemlich weit verbreitet. Und er wird eben auf diese klassische Weise gelehrt. Aber das ist, wie ich schon anfangs erwähnte, nur die klassische Variante zum Einstieg. Die Reinkarnation ist aber noch viel, viel größer und ein viel größeres Thema, als ihr es vielleicht von allen anderen Videos kennt, die es so gibt auf YouTube. Das heißt, diese Reinkarnationsarten, die Niki gerade aufgezählt hat, die können wir ja mal ganz kurz durchgehen, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Ja, Reinkarnation in der Matrix. Da werdet ihr eingefangen, ist eigentlich in Wahrheit das falsche Wort, aber verführt, in die Matrix einzutreten, um euch hier zu inkarnieren. Das machen sie natürlich sehr geschickt, mehr oder weniger durch riesige Werbetafeln. Da haben wir ein Video schon gemacht drüber. Werbung in der Matrix heißt es, glaube ich. Wir blenden es auch unten ein. Jedenfalls kommt ihr da als fröhliche, neugierige Seele daher, denkt sich, oh, was ist das für ein wunderschöner, großer, blauer Planet? Und euch wird dann schmackhaft gemacht, wie wunderschön es auf diesem Planeten Erde ist. Ihr könnt fühlen, ihr könnt berühren, ihr könnt alles erleben. Und genau, und somit stimmt ihr eigentlich schon praktisch instant zu, ja, das mache ich, denn als Seele bist du Millionen, Milliarden Jahre alt und denkst dir, huch, komm, was sind schon 1000, 100.000 Jahre geschenkt? Und trittst somit in die Matrix ein und spielst immer wieder Leben für Leben für Leben für Leben für Leben für Leben. Und irgendwann denkst du dir, scheiße, es waren genug Leben, aber
Ja. Ja, dann gibt es noch die simultane Reinkarnation. Ja, und sobald du eben als Seele in die Matrix inkarniert bist, das kann sein, entweder als Baby, du kannst aber auch als Erwachsener in diesen Körper hineinkommen. Es ist nicht festgelegt. Normalerweise klassisch bedeutet, du gehst als Seele in ein Baby rein und lebst das Leben durch. So ist das allerdings nicht. Bei der Reinkarnation in der Matrix kannst du in jedem Alter in diesen Körper einsteigen, bekommst Erinnerungen, müssen nicht deine sein. Denn wenn du zum Beispiel erst mit 15 in diesen Körper hineinkommst, kann es sein, dass vorher schon eine Seele drin war, die ihre Erfahrung gemacht hat, die nimmst du dann mit. Es kann aber auch sein, dass keine Seele drin war, dass du einen Körper besteigst, der sozusagen leer war, nur ein Ego drin hatte, also sozusagen eigentlich ein Statist. Und ja, bekommst dann erste Erinnerungen eingespielt. Man könnte sie auch als Fake-Erinnerungen bezeichnen. Ist eine Interpretationssache. Jedenfalls bekommst du dann Erinnerungen von den letzten 15 Jahren und denkst natürlich, es sind deine eigenen. Also du bekommst Erinnerungen abgeloadet. Ja, ja, klar. Wenn du zum Beispiel dich reinkarnierst im Alter von, sagen wir mal, 15 Jahren, wie Niki sagt, dann kannst du ja gar nicht zum Beispiel in die Grundschule eingeschult worden sein. Weil du bist ja erst mit dem 15. Lebensjahr eingestiegen. Das heißt, diese Erinnerungen, die dir vom 1. bis zum 15. Lebensjahr fehlen, müssen da sein. Sonst wundert sich ja die Person in der Matrix oder der Mensch in der Matrix, warum habe ich keine Erinnerung an die ersten 15 Jahre? Ja, also müssen diese Erinnerungen eingespielt werden. Das wird dann von der Matrix-KI organisiert. Sobald du in die Matrix eintrittst und du bist schon 15 Jahre alt und kein Baby, dann wird das sofort eingespielt. Schule, Eltern, erstes Dreirad, erster Go-Kart, ne, und Schultüte und all das Zeug. Ja. Vielleicht als kleiner Vergleich, ihr kennt das eventuell, wenn ihr geträumt habt und seid plötzlich in einer ganz anderen Realität als in der ihr jetzt lebt und seid ein ganz bisschen luzid, also prä-prä-prä-luzid. Dann wundert ihr euch ja erstmal, komisch, irgendwie ist hier alles anders. Aber plötzlich merkt ihr, ach ja, doch, stimmt, ich bin ja letzte Woche umgezogen. Und in dem Moment wurden dann alle in Erinnerung der alternativen Realität abgeloadet. So könnt ihr euch das auch mit dem Upload vorstellen, wenn ihr als Seele in einen 15-jährigen Körper hineingeht. Ja, und man kann auch im 20. Leben seinen Körper rein. Oder im 30., 50., ja. Also ist alles möglich, weil eure Erinnerungen werden ja dann immer eingespielt. Und das könnt ihr auch nicht unterscheiden. Also da könnt ihr noch so lange in eurem Kopf herumwühlen. Ne? So richtig unterscheiden kann man die nicht. Ist also ganz, ganz schwierig. Ja. Dafür haben wir unser Ego. Das ist wie die rosarote Brille. Das legt einen Filter über diesen Übergang von Seele zu Körper und daher bekommt er nichts mit. Simultane Reinkarnation. Ja, die simultane Reinkarnation kommt eben, ja, bedeutet eben die gleichzeitige Inkarnation. Das heißt, die Lehre von der Reinkarnation geht dann nochmal ein Level weiter. Und zwar verhält es sich nicht so, dass du, sagen wir mal, im 15. Jahrhundert wiedergeboren wirst und du stirbst und wirst dann im 17. Jahrhundert erneut wiedergeboren und stirbst und im nächsten Jahrhundert, 18. oder vielleicht im übernächsten Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, wirst du wiedergeboren und stirbst irgendwann und so weiter und so weiter. So stellt man sich das vor, wie auf einem Zeitstrahl, könnte man sagen, ne? Hier war ich im Mittelalter, da war ich in der Renaissance und da bin ich jetzt in der Gegenwart, so nach dem Motto. So verhält es sich nicht. Die Leben laufen nicht hintereinander ab, so wie zum Beispiel wir den Führerschein machen und dann erst danach das Auto kaufen und erst danach durch die Gegend damit fahren. Das ist nämlich das kausale Prinzip. Und das heißt, ein Moment folgt auf den anderen und baut aufeinander auf.
Bei der Betrachtung der Simultaninkarnation oder Reinkarnation verhält es sich nicht so, sondern da geht man davon aus, dass der Zeitstrahl aus einer höheren Perspektive außerhalb der Matrix von den Astralebenen her die Zeit ja gar nicht so existiert. Da kann durchaus der Anfangs- und der Endzeitpunkt derselbe sein. Ja. Klingt ein bisschen kompliziert, aber stellt euch vor, ihr seid das allumfassende höhere Selbst. Und ihr plant euch in der Matrix zu inkarnieren. Ihr könnt also alle Leben sozusagen schon von der Astralebene her planen, von vornherein. Das heißt, das höhere Selbst setzt in mehrere Zeitepochen einen Teil von sich ab und sagt, hier Ego Nummer 1, du machst das Leben im Mittelalter, Ego Nummer 2, du machst das Leben in der Renaissance, Ego Nummer 3, du machst das Leben im 21. Jahrhundert, Ego Nummer 4, du machst das Leben im 23. Jahrhundert. Und dann schnippt das höhere Selbst mit den Fingern und alle Egos inkarnieren sich in ihrer Zeitepoche. Das heißt, alle Leben laufen dann in diesem Moment gleichzeitig ab. Der Eindruck, dass die Leben hintereinander laufen, basiert darauf, dass wir eben darauf trainiert worden sind, in unserer Denkweise hintereinander zu denken, die Zeit zu ordnen. Fing ja schon im Geschichtsunterricht an. Ja. Das ist Vergangenheit. Mittelalter ist Vergangenheit. Renaissance ist Vergangenheit. Und Raumschiffe fliegen ist Zukunft oder Fiktion. So wurde uns das ja in der Schule beigebracht. Und das unterstützt natürlich die Denkweise, dass Reinkarnation hintereinander ablaufen müssen. Ja, darum heißt es ja auch eigentlich Reinkarnation. Schon das Wort an sich ist eigentlich nicht stimmig. Weil aus der Perspektive des höheren und eher zeitlosen Selbstes verhält es sich so, dass es eigentlich eine Multi-Inkarnation ist. Eine simultane Multi-Inkarnation. Und damit kommen wir der Wahrheit über die Reinkarnation schon viel näher. Da stellen sich Leute auch zum Beispiel die Frage, wie alle Leben sind gleichzeitig, wie soll das denn aussehen? Wenn ihr zum Beispiel mit einem Freund aus den USA telefoniert, befindet ihr euch ja nicht exakt zur selben Uhrzeit beziehungsweise Tageszeit. Na, wenn jetzt zum Beispiel Niki in den USA gerade herumfährt und ich bin in Deutschland und rufe sie an, du, wie geht's dir? Ich sitze gerade beim Frühstück. Da sagt die Niki dann wahrscheinlich zu mir, du, ich sitze beim Abendessen. Wie kann das sein? Und das ist eben die Zeitverschiebung. Aber obwohl sie beim Abendessen sitzt und ich beim Frühstück, können wir miteinander telefonieren in der Gegenwart. Das heißt, es existiert eine Zeitverschiebung, aber trotzdem existieren wir gleichzeitig und können sogar miteinander telefonieren. Obwohl Abendessen und Frühstück ja zeitlich auseinanderliegen. So in etwa kann man sich also die Gleichzeitigkeit vorstellen. Oder stell dir vor, du hast auf deinem Handy mehrere Spiele. Ein Spiel spielt im Mittelalter, ein Spiel spielt in der Gegenwart und eins spielt mit Raumschiffen in der Zukunft. Alle drei Spiele existieren gleichzeitig. Du brauchst nur drauf tippen und kannst loslegen. Und so kann man sich die Gleichzeitigkeit vorstellen. Einzige Problem dabei ist natürlich, wenn du eins der Spiele antippst und aktivierst das Spiel und spielst das Spiel, musst du natürlich das Spiel in einer zeitlichen Abfolge auch durchspielen, bis es zu Ende gespielt ist. Ja, ja, dann gibt es noch die kollektive Inkarnation. Das bedeutet, ja, dass du eigentlich jedes Leben, jedes Menschen gespielt hast. Das heißt, du bist nicht nur die Dame aus dem 18. Jahrhundert gewesen oder die Frau, die ihr Raumschiff im 23. Jahrhundert fliegt, sondern du bist jede Frau gewesen. Jede Frau, die jemals existiert hat, existiert und existieren wird. Das heißt, du hast sie alle gespielt.
Das nennt man, glaube ich, auch die Eiertheorie oder sowas. Sowas gibt es doch da, ne? Ich erinnere mich nicht genau, aber ich glaube, du weißt das besser. Ja, das ist die Eiertheorie. Das ist eben die Theorie, die besagt, um deine Ausbildung als Schöpfergott abschließen zu können, musst du alle Leben durchspielen, die es auf dem Planeten Erde gibt. Also in Wahrheit sind wir ja auch alle. Aus einer sehr hohen Perspektive sind wir jede Person, jedes Wesen, alles, was je existiert hat. Das stimmt natürlich schon. Von daher hast du in Wahrheit rein theoretisch natürlich auch jedes Leben jeder Frau, die je existiert hat oder wird, tatsächlich auch gespielt. Aber auch aus die Männer. Auch natürlich auch die Männer natürlich. Wie gesagt, aber aus einer sehr, sehr hohen Perspektive entspricht dem das tatsächlich. Ja, man kann sich ja das zum Beispiel so vorstellen. Eine Sonne mit ihren unzähligen Teilchen, aus denen sie besteht, den Gravitationsteilchen und Sonnenteilchen und was weiß ich nicht alles für Teilchen. Und wenn die irgendwann implodiert und zu einem schwarzen Loch wird, bleibt nur ein Teilchen übrig. Aber mit der Kraft der ganzen Sonne. Ja. Also ist es dann ein Superteilchen. So gesehen, ja. Ja. Und dieses Superteilchen könnte man dann vielleicht mit dem Schöpfergott vergleichen, zu dem letztendlich alle Erdenbewohner zurückkehren werden. Ne, die Eiertheorie ist so nicht stimmig aus unserer Perspektive. Nicht aus unserer, also. Ja, aber also ich persönlich finde es sehr interessant, weil dann jeder Mensch sich dreimal überlegt, wie er mit seinen Mitmenschen umgehen soll. Denn irgendwann ist er. Ne? Ne? Also das finde ich daran ganz spannend. Ne? Also eigentlich ist er ja jetzt schon er. Ja. Aber er aus der Perspektive des Ichs ist er natürlich jetzt nicht er. Aber wenn er aus einer höheren Perspektive guckt, ist er er. Ja, oder im nächsten Leben ist er vielleicht er. Anyway, jedenfalls bist du und der andere bist du auch so. Ja, das heißt also, wenn du mal irgendwen verhaust, weil er dich genervt hat, kann es sein, dass du im nächsten Leben dann der bist, der dann plötzlich von so einem Typen verhauen wird, ne? Der du vorher warst. Ne? Verwirrend, aber... Weil du jetzt der bist. Genau. Die redundante Inkarnation. Ich würde sagen, wir sind fertig mit dem Thema. Alles redundant, wir können nach Hause. Nein, also redundante Inkarnation bezieht sich eigentlich auf das jeweilige Leben. Das bedeutet, dass du dieses Leben bereits gelebt hast, entweder von Baby bis Opa oder wann auch immer du eingestiegen bist und dachtest dir, ja mei, war nett, machen wir nochmal. Oder war so ungünstig gespielt, dieses Leben, das muss ich besser machen und entscheidest dich, dieses Leben nochmal zu spielen. Du spielst dieses Leben also immer wieder, bis du zufrieden bist mit dem, wie du dieses Leben gespielt hast. In dem Sinne ist es ja redundant, semi-redundant, dann es geht ja nach deiner persönlichen Betrachtung und Interpretation und Bewertung, wie du empfunden hast, das Leben gespielt oder gelebt zu haben. Also ja. Das ist so grob gefasst, die redundante Inkarnation. Du spielst etwas immer wieder wie ein Loop. Ja, das betrifft das gegenwärtige Leben. Das heißt, Niki denkt im nächsten Leben, ja, damals habe ich diesen bekloppten Typen Jonathan kennengelernt. Ne? Was? Ja. Mich würde auch mal interessieren, was passiert wäre, wenn ich Jonathan nicht getroffen hätte. Nee, interessiert mich nicht. Weiter geht's. Als Beispiel. Blödes Beispiel. Okay. Oder ihr denkt vielleicht so, ne? Was wäre wohl gewesen, wenn ich damals nicht geheiratet hätte oder wenn ich damals kein Kind bekommen hätte oder wenn ich damals diesen Job nicht genommen hätte, sondern den anderen Job? Wie wäre dann mein Leben verlaufen? Und diese Fragen, vor allem wenn man vielleicht irgendeine Entscheidung in seiner Vergangenheit bereut, veranlasst dich dann wahrscheinlich dazu, auf die redundante Inkarnation zurückzugreifen. Dass du dann denkst, ich steige nochmal in das Leben ein und schau mal, wie diese andere Variation ausgesehen hätte, was ich da erlebt hätte, was anders gewesen wäre und. Und das kann man auch locker 100-mal durchspielen. Ja, das geht auch. Oder was denkst du? Hunderte Male. Ja.
Hunderte Male kann man das durchspielen. Ja, wissen wir, weil wir schon gesagt bekommen haben, dass wir das ja auch schon so einige Male gemacht haben. Ja. Warum eigentlich? Tja. Anyway. Also die meisten Menschen reinkarnieren sich oft deshalb neu, weil sie ja denken, sie hätten das Leben nicht gut gemacht. Oder sie hätten zu vielen Leuten wehgetan oder waren nicht nett genug oder waren nicht engelhaft genug oder sonst was. Das ist also oft ein bekannter Grund, ne, warum die Leute letztendlich sagen, ja, ich mache dieses Leben nochmal. Ne. Oder es gibt auch Leute, die denken sich, ich war in diesem Leben ganz schlecht drauf, ich habe alle anderen Leute nur verarscht, ich muss im nächsten Leben die andere gegenteilige Rolle übernehmen, in der ich dauernd nur verarscht werde. Es gibt es auch abschnittsweise, das heißt, dass du nicht das ganze Leben nochmal durchspielst, denn in Wahrheit ist ja, darüber werden wir auch nochmal ein Video machen, unser Leben nicht linear gegliedert, sondern in Abschnitte. Und manchmal denkt man sich, dieser Abschnitt, den habe ich echt blöd gemacht, den spiele ich nochmal, immer und immer wieder, bis ich ihn so spiele, dass ich zufrieden bin. Ja, eben, das machen viele so. Ne? Zum Beispiel, auch wenn du gestorben bist und kommst dann zum Licht und dann steht da irgendein Matrixwächter, verkleidet als Petrus natürlich vielleicht, ne? Oder als ein wunderschöner Engel mit großen, flatternden Flügeln. Und der sagt zu dir, ja, du hast dieses Leben abgeschlossen. Aber denk doch nochmal darüber nach. Bist du sicher? Bist du sicher? Bist du zufrieden mit dem Leben, wie du es geführt hast? Du kannst das noch viel besser machen. Sagt deine Engel oder Petrus oder sonst wer zu dir. Und du denkst dir dann, ja. Ist Petrus nicht der mit dem Wetter und dem Regen? Das war Pan. Der okay. Naturgott Pan. Oh. Ja. Petrus war doch einer von den Jüngern von Jesus. Und man sagt ja, dass der im Himmelstor steht und checkt, ob die Leute rein dürfen oder nicht. Der Türsteher sozusagen. Gut, jetzt wisst ihr alle Bescheid. Der Türsteher, alles klar. Ja. Ja, und da kann das dann schon, was kann das mal sein, ist eigentlich Quatsch. Ne? Also normalerweise verhält es sich so, dass das nämlich sehr häufig so vorkommt. Sehr häufig. Ne? Und oder du stehst da, naja, eine andere Geschichte. Dann die holistische Reinkarnation. Jonathan. Ja, die holistische Reinkarnation ist eben aus deiner Perspektive, dass du eben, ja, man könnte so salopp sagen, ganz spontan entscheidest, was du für eine Reinkarnation machen willst. Das heißt, du stirbst, kommst dann wieder auf die entsprechende Astralebene, wo eben auch die Planungsebene existiert, auf der du eben dann dein nächstes Leben planst. Und das du dann eigentlich ganz spontan entscheidest. Das heißt, ja, inkarniere ich mich jetzt im Mittelalter nochmal? Oder inkarniere ich mich jetzt im 23. Jahrhundert? Oder mache ich einfach das Leben, was ich schon gelebt habe, nochmal? Oder steige ich jetzt einfach im 25. Lebensjahr ein und fange da an, damit ich mir die Schulzeit und den ganzen Quatsch gleich sparen kann? Das ist eigentlich so holistische Inkarnation. Das heißt, dass du einfach spontan entscheidest, wie du dein nächstes Leben dann so planst. Aber man darf sich jetzt nicht verwirren lassen, weil alle Leben sind ja eigentlich gleichzeitig und sind schon längst geplant. Also all diese Überlegungen sind eigentlich schon gewesen. Nur spielst du das natürlich auch durch, wenn du auf die Astralebene kommst. Das heißt, du spielst etwas durch, was schon einmal gespielt worden ist. Auch das Aussuchen deines nächsten Lebens. Und der Erste, der durch alle Inkarnationen gegangen ist, ist sowieso dein höheres Selbst gewesen. Du bist nur der, der den Weg nochmal und nochmal und nochmal und geht. Das müssen wir jetzt irgendwie mit so einem Echo unterlegen. So nochmal, nochmal. So werden wir das tun.
Ja, also das sind so die Reinkarnationsarten, die es gibt. Also aus persönlicher Sicht würde ich sagen, dass wir sowieso ganz spontan die holistische Inkarnation anwenden, beziehungsweise die simultane Inkarnation. Das ist ja das, woran wir glauben, dass alle Leben gleichzeitig ablaufen und wir nur ein Leben nach dem anderen durchspielen, obwohl sie gegenwärtig schon laufen. Wie kann man sich das vorstellen? Nimm einen Fernseher. Oder so, ja. Ja, stell dir einen Fernseher vor und du schaltest Programm 1 ein und beobachtest da den Hauptdarsteller, wie er, sagen wir mal, durch den Wald läuft mit seinem Hund und auf dem Weg nach Kentucky ist. Dann schaltest du Programm 2 ein und siehst, wie einer auf dem Pferd durch die Wüste reitet. Ja, aber mit dem Unterschied, dass wenn du von Programm 1 zu Programm 2 rüberschaltest, der Mann mit seinem Hund, der nach Kentucky läuft, pausiert wird. Das heißt, in dem Moment läuft er nicht weiter, sozusagen, er wird pausiert. Und du gehst dann aufs zweite Programm. Was hast du gesagt? Was passiert da? Da reitet ein Mann durch die Wüste, Ach so, ein okay. Cowboy. Ein Cowboy reitet durch die Prärie oder Wüste. Genau. Ja. Ja, und wenn du dann von Programm 2 wieder zurückschaltest auf Programm 1, läuft der Mann mit seinem Hund weiter durch den Wald Richtung Kentucky. Und der Reiter sitzt so da. Genau. So in etwa kannst du dir das vorstellen, wie das höhere Selbst so hin und her springt zwischen den Leben, beziehungsweise wie du auch zwischen den Leben hin und her springst. Und das täglich. Du kriegst das nur nicht mit, weil dein Ego ist darauf programmiert, nur dieses Leben jetzt im Jahre 2024 zu fokussieren und zu durchleben. Die anderen Leben kriegst du alle gar nicht mit. Es wird alles schön gesmoost. Genau, es wird schön gesmoost. Du kriegst das gar nicht mit. Wenn du also irgendwo mal an die Wand starrst und denkst über irgendwas nach, bist verloren in deinen Gedanken, kann es durchaus sein, dass du dann gerade durch die Wüste reitest. Ne? Kriegst es gar nicht mit. Und dann kommst du zurück und irgendeiner sagt zu dir: Hey, du musst würfeln, wir spielen mit, ich ärgere dich nicht. Und dann sagst du: Ich war gerade in Gedanken. Ja. In welchen Gedanken? In welchen Gedanken? Vielleicht warst du gerade in der Wüste. Auf einem Pferd. Und hast deinen Fokuspunkt verschickt. Ja, so kann man sich das also in etwa vorstellen. Wir gehen auf alle Fälle davon aus, dass alle Leben gleichzeitig ablaufen. Die sind nämlich alle auf der Festplatte abgespeichert. Und wenn du natürlich irgendeins dieser Leben startest, dann musst du das Leben auch durchspielen, von Anfang bis Ende. Und wenn es zu Ende hast, dann steigst du wieder aus und startest das nächste Spiel. Eigentlich ist das Prinzip der Reinkarnation eigentlich ziemlich ähnlich, wie wir mit den Handys umgehen. Ja, eigentlich sehr gut mit dem Ja. Computer zu vergleichen, ist ja eh ein Computerspiel. Hier gehst du mal in Facebook und guckst, was da los ist. Da gehst du mal in Instagram, guckst, was los ist. Da spielst du dann mal ein Spiel als Farmer und pflanzt irgendwelche Getreidesorten oder Äpfel oder Birnen oder so. So in etwa kannst du dir das vorstellen. Und während du am Handy sitzt und dann da rumtippst auf dem Handy, könnte man sagen, bist du das höhere Selbst, das auswählt, welches Spiel spielen wir denn jetzt? Ich würde sagen, ein paar Leben haben wir schon gelebt. Vielleicht erzählen wir mal ein, zwei Erinnerungen, die wir so erlebt haben. Und wir haben natürlich auch eine gemeinsame, also wir haben viele Leben praktisch gleichzeitig zusammen erlebt. Ja, wir sind uns immer wieder beim Weg Immer, also eigentlich in gelaufen. jedem Leben, Ja, und aber nicht immer so. Aber jedenfalls, erzähl doch mal eine von deinen Erinnerungen, die du da so gehabt hast. Ach, du warst auch in Indien, sehe ich gerade. Wie schön. ja, also das Problem ist mit den Erinnerungen an andere Leben, dass das Ego innerhalb des Lebens, das es gegenwärtig lebt, keinen Zugriff hat. Nicht wirklich, nein, nein. Nee. Wenn du dich jetzt fragst, ja, mein Gott, wenn es Reinkarnation gibt, warum erinnere ich mich an das ganze Zeug nicht vom letzten Leben? Ich würde mich ja gerne erinnern.
Ja, aber hier in der Matrix ist das eben so konzipiert worden, dass man sich nicht erinnern soll. Das nennen wir dann die kollektive Amnesie. Ja. Ja, das heißt, in der Regel, jeder Mensch, ja, sollte sich nicht an seine vorherigen Leben erinnern können. Die Matrix-Architekten haben das so eingerichtet. Und das Problem dabei ist natürlich, dass dann Reinkarnation recht schwierig zu beweisen wird, wenn man sich nicht daran erinnert. Ja. Ja, was haben wir so selber für vergangene Leben in Anführungsstrichen erlebt? Ja, also auf jeden Fall haben wir beide ein Leben, in dem wir uns getroffen haben und wir haben identische Erinnerungen an dieses andere Leben. Und wir haben sogar inzwischen auch einige Leute getroffen, die Ja. Teil dieses vergangenen Lebens waren. Einige Leute, bestimmt 5 oder 6, und sich an das Gleiche erinnern. Ja, richtig. Das Das war ist das un... Spannende Ja, daran, ja. dass wir also schon, keine Ahnung, fünf, sechs Leute mittlerweile sind, die sich an identische Szenen erinnern aus diesem vergangenen Leben, in dem Niki und ich auch zusammengelebt haben, in einem sehr großen Herrenhaus mit einem riesigen Garten und ja, Schnieke. ganz schnieke, ne, in England, in der Nähe von London ist das gewesen. Und da haben wir halt gelebt. Und ich war zu dieser Zeit halt ein, ja, ein Wollte ich Handelsreisender, gerade könnte man sagen, ein sagen. Kaufmann, Ja. Handelsmann, der oft zu See gefahren ist. Ich weiß noch, wie ich an den Ufern stand und ihn verabschiedete. Genau. Ne, Schatz, bis in 4 Wochen. Ciao. Was Scheiße. So nach dem Motto. Ne? Ja, und ich war eben daheim und habe die Kinder gehütet in unserem Herrenhaus. Aber ich hatte ja auch so eine Gouvernante-Tante, die sich natürlich auch um die Kinder gekümmert hat. Wir hatten auch noch einige, wie nennt man das, Butler, Diener, die auch alle mitgeholfen haben, Gartenhaus, Kinder, wie auch immer. Ja, aber es war echt ein spannendes Leben, fand ich. Also nicht nur, dass wir da sehr wohlhabend waren, das war jetzt nicht unbedingt der Punkt, so mit viel Personal und so, sondern wir haben uns auch sehr für Okkultismus interessiert. Und erinnerst du dich an die Maskenbälle? Ja, die waren immer sehr schön. Immer sehr viel Spaß gemacht, die Maskenbälle, ne? Die waren immer toll, ne? Oder die Kurzausflüge nach London rein oder so zu den Bällen, das war immer schon klasse. Ja, da habe ich auch Szenen mit einer Kutsche und den Pflastersteinen und Ja, alles. richtig, richtig. Ja. Und war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Man war immer schön gekleidet, ne? Ja. Man sah immer sehr gut aus, so, ne? Immer schicke Kleidung an und so weiter. Und zu jedem Anlass wurde sich dann fast umgezogen. Also das war schon immer sehr witzig, ne? Sehr interessant, ja. Und es war wirklich ein gutes Leben, ne? Und das Spannende daran ist, dass wir echt identische Erinnerungen haben, ne? Ja. Ohne dass wir uns vorher halt abgesprochen hatten, sondern das kam irgendwie eines nach dem anderen. Und ja, wie du sagst, auch Okkultismus war ein großes Thema da. Ja, da haben wir uns sehr für interessiert. Okkultismus, das wurde ja später dann auch zum Zweig Parapsychologie, Paranormalitäten erforschen und so weiter. Und ja, zur Jahrhundertwende, als wir dieses Leben hatten, da war ja Okkultismus ganz groß im Kurs. Da gab es ja in jeder Ecke irgendein Medium, das gesagt hat, sie kann mit Geistern und Verstorbenen sprechen oder Leute, die irgendwie sagten, sie könnten Ektoplasma erzeugen, also eine Substanz aus dem Jenseits auf die physische Realität bringen und all solche Dinge. Und Houdini lief ja da, glaube ich, auch noch rum zu der Zeit mit seinen Zaubertricks, wo alle Menschen dachten, sind das jetzt Tricks oder kann der wirklich zaubern? Und Alistair Crowley nicht auch? Ja, also ihr könnt es euch gut vorstellen. Ja. War eine tolle Zeit. Was erinnerst du denn noch so für Leben? Auf meiner Liste steht, dass ich mal ein Araber war. Ich sehe so eine kleine Gruppe in der Wüste. Das waren so eine Art Nomaden. Ich war auf dem Pferd, ich war da männlich. Ich hatte da eine Frau, die habe ich aber weggeschickt, um sie zu beschützen. Und ich bin mit dieser Gruppe, ja, vielleicht ging es da um so eine Fehde oder so, um
gegen einen anderen Stamm dort zu kämpfen. Jedenfalls, wir waren da alle sehr verhüllt in Schwarze, kennt man ja irgendwie auch vielleicht aus Filmen. Und ja, ich erinnere mich eben an diese kleine Gruppe von diesem arabischen Nomadenstamm, der gegen einen anderen kämpfte. Irgendwie sowas war das. Mhm. Ja, an so ein Leben erinnere ich mich aber auch. Ich weiß. Ja, ja, da war ich auch bei den Nomaden, richtig. Bei den Nomaden hat man dann sogar trainieren müssen. Bestimmt, aber daran erinnere ich mich jetzt nicht. Doch, doch, das weiß ich noch. Da musste ich auch lernen. Zum Beispiel gab es da ganz strenge Auflagen für die Meditation teilweise. Also natürlich so Survival-Meditation würde ich das eher nennen. Oh, okay, klingt spannend. Das bedeutet, du musst da lernen, dein Herzschlag so niedrig schlagen zu lassen, dass man dich für tot hält. What? Wow. Eine der Praktiken der damaligen Nomaden, also schon sehr lange her. Ja. Okay. Und da haben auch viele in der Wüste gelebt, das weiß ich noch. Und ich war da sogar der Anführer von einem Stamm. Da hatte ich auch eine Frau zu der Zeit und deren Eltern musste ich nachher zum Tode verurteilen lassen, weil die gegen die Stammesregeln verstoßen hat. Und das hat mir natürlich meine Frau ja doch übel genommen. Ich war es zum Glück nicht. Also daran erinnere ich mich noch, an solche Szenen halt. Ne? Ja. Aber so viel erinnere ich aus der Zeit jetzt auch nicht. Also nee, das sind so einzelne Szenen, die ich aus dieser Zeit habe. Und so Nomadenleben, ja, kann gelegentlich ein bisschen eintönig sein. Ne? Nur in der Wüste rumhängen. Ich weiß noch, als Jugendliche fand ich das sehr faszinierend, habe gerne so eine Filme geschaut, also irgendwann dann halt nicht mehr, aber jetzt ist mir natürlich klar, warum ich das damals faszinierend fand. Ja, ja, korrekt. Ja, ja, was hast du noch für ein Leben? Also ich erinnere mich an ein Leben noch aus Indien. Ja, ich auch. Du hast, glaube ich, auch ein Leben in Indien gehabt. Ne? Und da du die Zeit weißt, war das wahrscheinlich auch meine Zeit. Ja, also ich erinnere mich noch an ein Leben in Indien, das muss so 17., 18. Jahrhundert gewesen sein. Und da wollte ich unbedingt ein Sadhguru werden. Gut. Aber ich war nicht gut. Ich weiß noch, ich hatte einen Lehrer, der hat mich ständig lang gemacht. Ständig. Und der andere, weißt du, also wir waren zu zweit. Zwei Schüler. Ah. Und er hat uns beide unterrichtet, unser Meister, sage ich jetzt mal, ne? Unser Lehrer. Und mich hat er immer angepflaumt und ihn hat er immer verwöhnt. Ja? Und der war auch sein Lieblingsschüler und der konnte auch alles super. Der hat sich da hingesetzt und was weiß ich, war da dann gleich in irgendwelche tollen Bewusstseinszustände. Und ich habe das nicht so hingekriegt. Ja. Und ich habe mich immer angestrengt und mir gelang es einfach nicht, so gut zu sein wie mein Mitschüler. Ja. Und das war natürlich ziemlich ärgerlich. Und ja, heutzutage verstehe ich natürlich, warum der Lehrer so mit mir umgegangen ist. Ja. Ich hatte es auch nicht besser verdient. Ne? Weil ich hatte zu der Zeit noch viel Ego-Probleme. Ich war neidisch, eifersüchtig. Ne? Ich wollte so toll sein wie mein Mitschüler. Und wollte meinen Lehrer übertrumpfen. Also da war viel Eigendünkel beteiligt in meiner Ausbildung. Und das hat der Lehrer bei mir natürlich sofort geblickt und hat gedacht, der braucht immer einen auf den Deckel, ne, damit er sich mal zusammenreißen lernt. Ja. Und wie war das mit dir? Ich war da eher so eine Heilerin. Also viel mit Ayurveda habe ich da gemacht. Mm. Und ja, sowas in die Richtung halt eher. Auch sehr zurückgezogen, mit Menschen dann gearbeitet und sie geheilt. Ah, ja. Und diese ganzen Therapien gemacht. Hm. Das Problem ist, bei Erinnerungen an andere Leben, man weiß nie so richtig, welche Zeit das ist. Nicht immer, also manchmal ja, aber nicht immer, ja, ist schon schwer. Also ich hatte da immer meine Probleme mit, weil wenn du dich plötzlich an ein anderes Leben erinnerst und läufst da irgendwie durch den Wald oder sitzt mit Leuten zusammen und meditierst oder sonst irgendwas, kannst du ja nicht sagen, welches Jahr wir gerade haben. Geschweige denn Monat und Tag. Ja? Weil da steht ja kein Schild rum. Nee, nie. Ja, ja. Und du musst halt immer schätzen.
raten. Du musst dann die Umgebung beobachten und nachschauen, was für Kleidung tragen die. Gibt das es Gefühl, hier schon Autos oder gibt es Kutschen oder gibt es nur Pferde oder erfinden die gerade das Rad? Ne? Weißt du halt nie so recht. Ne? Darum, genaue Zeitangaben sind schwierig zu erinnern, finde ich. Kann man nur nach Gefühl gehen irgendwie und nach dem, was man so sieht. Ja. Ja, ich war noch ein Heiler, würde ich sagen, irgendwas, ja, 19. bis 20., also recht vor 100, 200 Jahren, sage ich halt mal. Da war ich Philippe, habe in Spanien gelebt. Philippe? Philippe. Ah. Und da war ich so eine Art Heiler, jetzt kein großer Heiler, der alle geheilt hat, sondern halt so, habe in meinem Dorf gelebt, bin von Dorf zu Dorf hin und her gegangen, also zu den Nachbardörfern und habe halt so mit Kräutern die Menschen geheilt, sowas in die Richtung, so ein kleiner Heiler halt, so ein Mini-Arzt, würde ich sagen. Genau. Ah, okay. Das war übrigens meine allererste Reinkarnationserinnerung. Ja, der echt? Heiler Filippo aus Spanien, ja. Ah, spannend, ja. Mit den Jesuslatschen da, man hatte ja noch nicht so viele Klamotten oder nicht so tolle Klamotten, es waren sehr einfache Klamotten, Leinenklamotten und so Latschen halt, also reich war ich nicht, aber ja, war, ich glaube, ich mochte das Leben, so vom Gefühl. Was ich ja auch sehr spannend finde, ist, dass Niki und ich sich an ein Leben aus der Zukunft erinnern. Scheiße, ja. Stimmt's? Und, ja, vor allen Dingen witzig ist, er hat's gesehen und ich hab's dann auch hypnagog 2-3 Mal gesehen, aber da kannten wir uns eigentlich noch nicht so richtig. Nee. Da haben wir auch noch nicht zusammengelebt, aber wir haben es uns natürlich geschrieben gegenseitig und es war sehr identisch. Stimmt. Ja. Also wirklich ein Leben. Ja, so ein bisschen Star Trek, oder? Ja, das war schon ja, Star Trek. Also Star Trek ist wirklich nicht unbedingt Science Fiction, sondern zeigt wirklich, wie es in der Zukunft mal sein wird. So in etwa. Ne? Also in dem zukünftigen Leben erinnere ich mich daran, weil aus der höheren Perspektive sind ja alle Leben gleichzeitig. Das heißt, du kannst dich an die Vergangenheit ebenso erinnern wie an die Zukunft. Also wir haben das Leben ja schon gelebt. Ja. Aus höherer Perspektive. Und wenn man natürlich sein höheres Selbst nach seinem Wissen anzapft, dann kann es durchaus sein, dass dann schon Daten aus deinem zukünftigen Leben in deine Gegenwart hineinkommen können. Und das war eben bei uns der Fall. Ja, zum Beispiel erinnere ich mich an die Kantine von, ja, so ähnlich wie die Kantine in Star Trek, wo du da reingehst und wo dann die Kadetten da alle sitzen mit ihren coolen Overalls. Ja, da bin ich gerade dann da reingegangen und du warst da halt auch und ich habe halt das mehrfach gesehen, diese Kadettenausbildungsakademie und ja, so ist es. Ja, das habe ich auch alles gesehen. In der Kantine haben wir oft rumgehangen, wir hatten auch viel Spaß da. Mhm. Ne? Und haben immer wieder neue Leute kennengelernt. Zum Beispiel habe ich in der Kantine auch 2 Leute kennengelernt, die ich aus meinem gegenwärtigen Leben kenne. Das heißt, die laufen dann da auch wieder rum. Ja? Du bist da männlich und ich auch wieder weiblich, ne? Ja, ja, richtig, genau. Ja, und dieses zukünftige Leben steht also eigentlich als nächstes Leben bei uns an. Aber auch da haben wir spannenderweise die gleiche Information bekommen, unabhängig voneinander. Dass das Leben freiwillig ist. Und bewusst. Ja, wir können also uns freiwillig inkarnieren, beziehungsweise wir können zu diesem Leben Ja sagen oder auch sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf, das durchzuspielen. Also wie gesagt, wir haben es ja durchgespielt, aber wir könnten es jetzt noch einmal durchspielen mit dem Bewusstsein, dass wir inkarniert sind. Also ohne die komplette Amnesie könnten wir da nochmal einsteigen und das nochmal spielen, wenn wir denn wollten. Nicht. Ja, wenn wir denn wollen. Ja, interessant, dass wir beide die gleiche Information gesehen haben, dass es freiwillig und bewusst ist und ja, dass es wirklich voll Sci-Fi-mäßig ist. Ja. Also das ist schon irgendwie ganz witzig, das da zu sehen, ne? Dass es wirklich sowas alles mal geben wird. Ne? Raumschiffe, Sternen, Flotten, Kadetten, die irgendwie
versuchen dann in irgendein tolles Raumschiff zu kommen, wo sie dann arbeiten können, im Maschinenraum oder auf der Brücke. Auf der Brücke natürlich ist dann ganz hoch im Kurs. Ne? Also wer auf der Brücke arbeitet, genießt natürlich ein sehr hohes Ansehen, als wenn du in der Kantine arbeitest. Ne? Obwohl Kantine arbeiten ist jetzt auch nicht so schlecht. Nein, eh. Hast immer Unterhaltung, ne? Musst halt nur den ganzen Tag kochen, aber viel gekocht wird da eh nicht. Gibt's ja hier, ne? Ja. Replikatoren. Richtig, da gibt's ja hauptsächlich Replikatoren, also nicht unbedingt notwendig, einen Koch an Bord zu haben. Ja. Aber ich würde sagen, da wir eh bald in den Kryos aufwachen, in unserem Raumschiff, müssen wir den Schwachsinn hier nicht nochmal durchspielen. Nee, unbedingt erforderlich ist es nicht, obwohl es nach einem witzigen Leben klingt. Ja, war wirklich witzig, das stimmt. Weißt du noch das Leben in New York als Reporter? Ja. Ja, oh ja. Ja, da lief ich immer mit so einem Trenchcoat rum, war so ein bisschen Columbo-mäßig. Ne? Ich auch. Aber das war in den 90ern oder wann auch immer das gewesen ist. Ich weiß nicht wann. Oder 70er? Ich kann es dir nicht so sagen. Ich weiß es auch nicht. Das wirkt auch nicht so wie ein vergangenes Leben. Nicht irgendwie. Wirklich, wie ein paralleles Leben. Ne? Ja, eher wie ein paralleles Leben. Das gibt es auch. Ne? Das höhere Selbst ist ja recht effektiv in seiner Denkweise und denkt sich, ja, günstig wäre es eben, mehrere Egos abzusetzen, nicht nur in verschiedenen Zeitepochen, sondern auch in unterschiedlichen Ländern in der Gegenwart, in ja. diesem Jahrhundert. So kann es also durchaus sein, da packen wir dann die Niki hin, da einen Reporter, der mit Spiritualität gar nichts am Hut haben will, da packen wir eben eine chinesische Köchin hin, die weder mit Report zu tun haben will, mit Journalismus, und auch nicht mit Spiritualität. Also damit das höhere Selbst sich so ein Bild machen kann, muss es eben Egos aussenden oder Anteile seiner selbst aussenden, die eben verschiedene Themenbereiche abdecken. Niki macht Spiritualität und die Chinesin macht eben chinesisches Restaurant, Küche und so weiter. Ne? Und das Leben mit anderen Menschen, Bedienung und. Und der andere Teil von Nikis höherem Selbst macht eben einen auf Reporter. Mhm. Ja. Ja, und das nennt man auch Komplementäraspekte, die eben das höhere Selbst einsetzt, um verschiedene Perspektiven und Themenbereiche abzudecken, um da eben entsprechende Erfahrungen und Erfahrungswerte herausholen zu können. Aber für uns wirkt es halt wie eine andere oder vergangene Inkarnation aus unserer Perspektive eben. Und in dieser Inkarnation sind wir eben Reporter in New York. Ich würde sagen, es sind die 80er, 90er, auch weil ich habe auch einen Trenchcoat. Das war da, glaube ich, so Mode. Ich sehe uns da beide immer in Trenchcoats. Wir waren beide irgendwie Reporter. So wie Lewis und Clark halt ein bisschen halt. Ne? Lewis und Clark? Von Superman. Ach so, die beiden, ja. Ja, richtig, ne? Und auch ein interessantes Thema über, ja, was ist das eigentlich? Das ist eigentlich auch eine andere Form der Inkarnation. Ja, eigentlich schon, die ne? haben wir gar nicht betrachtet. Die haben wir gar nicht, die ist uns nur gerade spontan eingefallen. Also könnte man das als Komplementärinkarnation betrachten? Ja, würde ich schon sagen. Ja, ne? Dass man also gegenteilige Aspekte aussetzt auf der Erde, die in der gleichen Zeit spielen, aber in unterschiedliche Themenbereiche abdenken. Wenn ich so weiter in der Zeit, in Anführungsstrichen, zurückblicke, habe ich da auch noch ein Leben im Mittelalter, so ungefähr? Ah, ja doch, auf der Burg. Weißt du noch? Ja, eben. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen, das muss ich noch aufschreiben. Ja. Und ja, das Interessante ist, dass wir sogar in der Gegenwart immer wieder mal auf Leute treffen, wo wir wissen, ach, die kennen wir aus dem Mittelalter. Ne? Hier, das ist Ritter sowieso und das ist Ritter sowieso. Also schon sehr witzig. Ne? Erst kürzlich haben wir hier einen getroffen, den Tom. Und ja, wir nennen ihn immer den Geschichtenerzähler, weil er kann faszinierend Geschichten erzählen. Zwar alles auf Englisch. Aber richtig spannend, da kann man immer sehr gut zuhören, weil er erzählt sehr gut Geschichten und nicht so langweiliges Zeug oder redundantes Zeug. Und er sagt auch, dass er sich an das Mittelalter erinnert,
dass er dort ein Ritter gewesen ist, höchstwahrscheinlich aus England, dort auch einige Erinnerungen hat aus dieser Zeit, ne? Und sogar meint, er kenne uns aus dieser Zeit. Du warst ein Halbritter. Ein Halbritter. Warst du doch. Ja, wahrscheinlich war ich irgend so ein Bastard, weißt du? So eine Mischung aus königlich und der Bastard, von den Bauern. Einen Halbritter wird man doch, wenn die Frau nicht adligen Bluts ist, oder? War das nicht anders? Naja, eben. Ach so. Das hat man ja früher Bastard genannt. Ja. Der war nicht reinblütig. Ne? Das heißt, da hat irgendein Ritter mit einer Bäuerin, ne? Schnickschnack, ne? Und oder daraus ist dann ein Kind entstanden. Ach so, meinst du? Ja, 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 genau. Ja. Und dann hast du das Burgfräulein geheiratet, mich wahrscheinlich. Und dann musstest du halt ein Halbritter werden, weil du der Bastard warst. So war das doch, ne? Irgendwie sowas in dieser Art und Weise könnte möglich gewesen sein. Aber das weiß ich jetzt nicht. Ist nur eine Vermutung. Ist nur eine Vermutung. Ja, also mich hat das Leben jetzt nicht so interessiert, dass ich da viele Forschungen betrieben hätte. Überhaupt muss ich sagen, habe ich wenig Reinkarnationsforschung betrieben. Ja, ich auch. Ja, eigentlich wenig. Auch wenn sich das für euch jetzt sehr viel anhört. Aber das sind alles so Nebensachen, die in unserer Forschung dann plötzlich mal ins Bewusstsein einfach kamen. Einfach aufgeploppt sind. Wobei, ja. Burgen haben uns schon immer sehr fasziniert. Ja, das ja, muss man halt das, schon sagen, obwohl schon wir da nicht viel geforscht haben. Ja, ja. Ja. Jeden Mittelaltermarkt Deutschlands besucht, ne, solche ja, Geschichten. Ja, sowas ne? Eigentlich schon, ne? Warum ja. Wir da nicht weiter geforscht haben, aber ja. Ja. Ja, wir könnten jetzt noch stundenlang weitererzählen, ja. Was wir da für Erinnerungen haben. Oder wolltest du noch eine... Nö. Also es sind noch viele da, aber ich denke mal, das Video ist nicht schon lang genug. Ja, also ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in unsere vergangenen Leben. Ein paar, also ich glaube, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 20 und 25 Leben ungefähr erinnere ich. Aber halt auch nur sequenzweise. Das heißt nicht die ganze Palette, was in dem Leben jetzt von A bis Z passiert ist. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Nee. Es geht ja nur um die Essenz. Ja, genau. Also wir haben halt Einblicke in unsere vergangenen Leben bekommen und diese Einblicke sind halt sehr essentiell. Ja, so check, ne? Check. Ach so, das war ich in dem Leben, das habe ich getrieben. Ja, okay, alles klar. Nächstes Leben bitte. Ja. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, wow, das waren ja jetzt interessante Geschichten, warum erinnere ich mich nicht daran? Ich will mich auch erinnern können. Und da geben wir euch jetzt ein paar Tipps. Genau. Wenn du zum Beispiel schon immer davon von Burgen fasziniert warst, so wie wir eben, dann geh mal in dieses Gefühl rein. Was empfindest du, wenn du eine Burg siehst? Und dann geh ein bisschen in dich. Vielleicht ploppen dann schon einfach Bilder auch auf aus vergangenen Leben. Und dann nicht abtun, ach, das bilde ich mir ein oder Einbildung gibt es sowieso nicht. Also schau danach, was fasziniert dich oder was schreckt dich total ab, was magst du gar nicht. Und dann in dieses Gefühl hineingehen, wenn du zum Beispiel ein Land überhaupt nicht magst, sagen wir, du findest Thailand richtig blöd, kann ja sein, du willst niemals nach Thailand, dann kannst du davon ausgehen, du hattest ein Leben in Thailand und das ist irgendwie nicht ganz so rosig verlaufen. Ja, das ist möglich, ja. Sobald du irgendein Land denkst, da will ich niemals hin, oh, und du merkst, dass eine Emotion hochkommt, wenn du nur über das Land nachdenkst, dann heißt es, dass du da anscheinend in diesem Land, in einem anderen Leben, eine negative Erfahrung gemacht hast. Oder du willst zum Beispiel unbedingt nach Ägypten, bist total fasziniert von der Kleidung, den Pyramiden, den Kamelen, der Wüste und so weiter und so weiter. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du ein sehr angenehmes Leben in Ägypten hattest einst. Also so kannst du dich selbst abchecken, was dich interessiert. Vielleicht interessiert dich Irland ja und du liebst Irland über alles und willst unbedingt irgendwann mal, wenn du ein bisschen Geld übrig hast, nach Irland und dort Urlaub machen. Dann kannst du davon ausgehen, aha, ne, du hattest höchstwahrscheinlich ein Leben in Irland. Ne. Und so weiter und so weiter. Also was du gesagt hast, das ging ein bisschen unter. Also intensive Emotionen, wenn die dabei sind, finde ich, ja, sollte man darauf achten, dass es auch wirklich intensiv ist, die Emotion dazu. Ja, auf jeden Fall, ja. Auch die Kleidung. Was für Kleidung magst du? Welche Kleidung bevorzugst du? Da könnte auch ein Hinweis drin stecken,
wo du mal ein anderes Leben hattest. Also das ist so, ja, unser Tipp für die Anfänger. Gilt auch für Hobbys. Ja. Mhm. Wenn du gerne malst, leidenschaftlicher Musiker bist, kannst du davon ausgehen, dass du das nicht das erste Mal machst. Talente. Ja, Talente auch. Das heißt, wenn du in deinem vorherigen Leben ein bekannter Pianist warst, wirst du in diesem Leben Klavier viel, viel schneller lernen können. Ja. Oder? Mhm. Würde ich schon sagen. Und so definieren sich auch Talente. Talent bedeutet, in einem anderen Leben hast du das schon mal gemacht. Das ist Talent. Die Definition von Talent. Weil es ist nicht so, dass ein Mensch geboren wird und kann irgendwas besser als der andere. So verhält es sich nicht. Sondern wir werden ja alle geboren mit den gleichen Eigenschaften, mit den gleichen Fähigkeiten. Und dann kommt es natürlich darauf an, was man so in seinem Leben alles treibt und in den anderen Leben auch. Und wenn einer sich sagt, ja, in diesem Leben werde ich ein erfolgreicher Pianist, dann wirst du im nächsten Leben zumindest Interesse daran haben, Klavier zu lernen, höchstwahrscheinlich, und wirst es auch schneller lernen als viele, viele andere. So, ihr Lieben, ich glaube, das war eines unserer längsten Videos, würde ich schon sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schreibt doch in den Kommentaren, was ihr schon so erlebt habt in eurem Leben, woran ihr euch erinnert, was euch besonders Spaß gemacht hat, sowas eben. Ja, würde uns interessieren. Vielleicht erinnert ihr euch ja auch an das ein oder andere Leben. Und da wir uns natürlich freuen, ein paar Anekdoten zu hören. Ja. Wir hoffen auch, dass wir euch jetzt eine Ebene höher tragen konnten, von der Perspektive der klassischen Reinkarnation etwas höher. Ne? Die Stufe 2 zu erreichen und da zu sehen, was gibt es für Arten von Inkarnationen, wie sehen die aus? Wie kann man sich das vorstellen? Und, und. Ja. Jedenfalls danke fürs Zuschauen und alles Liebe. Ciao.